Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich mache mir jetzt hier gerade ein bisschen gemütlich, liege auf dem Bett mit Zazu. Der hat auch schon hier sein gemütliches Winteroutfit an. Och ja, so verschmust. Es wird jetzt gerade schon dunkel, wir haben fast 18 Uhr. Deswegen setze ich mich jetzt mal ein bisschen vors Fenster, dass ihr mich besser seht. Ich wollte euch jetzt gerade noch ein bisschen updaten, wie die Woche so war. Wir haben jetzt heute Samstag. Ich hatte irgendwie eine total blöde Woche. Irgendwie ist alles schiefgegangen, so gefühlt. Es ist jetzt nichts Großes passiert oder so. Es war einfach so, ich war letzte Woche krank und diese Woche hat sich das auch noch so ein bisschen reingezogen. Also jetzt sind meine Symptome so größtenteils weg. Ich habe nur noch echt Kopfschmerzen. Also ich habe jetzt echt seit 2 Wochen die ganze Zeit Kopfschmerzen und es nervt. Aber vor allem Anfang der Woche lag ich eigentlich hauptsächlich noch im Bett und habe erst so Stück für Stück wieder mehr gemacht. Aber irgendwie hat es sich so durch die ganze Woche gezogen, dass ich so total unruhig war und zittrig. Mir sind ständig Sachen runtergefallen. Dann hatte ich einen richtig blöden Tag. Das war am Mittwoch, glaube ich. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe es dort auch in die Story gepostet. An diesem Tag ist irgendwie einfach so alles schief gegangen. Erstmal am Abend davor war es so, dass ich überhaupt nicht einschlafen konnte. Also es ging mir da schon nicht gut. Und dann hat es auch wieder angefangen, dass ich nicht richtig durchschlafen kann, dass ich die ganze Nacht Albträume habe, dass ich wieder so sich oft wiederholende Albträume habe. Das hatte ich jetzt eigentlich auch schon länger nicht mehr. Aber jetzt diese Woche hat das so wieder angefangen und ich merke einfach, wie das insgesamt total an meiner Psyche nagt. Was ich jetzt über dieses Jahr gemerkt habe, wo es mir mental endlich wieder gut geht oder auf jeden Fall sehr, sehr viel besser geht als die Jahre zuvor, ist, dass es für mich richtig, richtig wichtig ist, dass ich eine Routine habe. Es muss auch nicht also so eine feste Routine sein, wie man das kennt, dass man jeden Tag das Gleiche macht irgendwie. Aber einfach, dass ich jeden Tag aufstehe, rausgehe, Sachen mache, dass ich einfach aktiv bin und den Tag irgendwie nutze. Denn wenn ich das nicht tue, dann geht es mir einfach nicht gut und es zieht mich so sehr runter. Und dadurch, dass ich jetzt insgesamt 3 Wochen so angeschlagen bin. Also eine Woche war ich richtig krank, eine Woche davor so ein bisschen und jetzt eine Woche danach so ein bisschen. Und nichts wirklich machen zu können, das macht mich einfach fertig. Also es ist für meine mentale Gesundheit echt sehr wichtig, dass ich irgendwie so in Bewegung bleibe und Sachen mache. Ansonsten, neige ich eher dazu, halt wieder in so einen Down zu rutschen. Und dadurch, dass ich das jetzt halt einfach 3 Wochen nicht wirklich machen konnte, merke ich jetzt vor allem diese Woche, dass es mir nicht so gut geht. Also ich fühle mich irgendwie
wieder unstabiler, würde ich sagen. Ich bin voll schnell gereizt und wie gesagt, ich bin so zittrig und ich denke auch, das ist jetzt nichts Körperliches, das kommt einfach von der Psyche. Und meine Gedanken sind irgendwie an manchen Tagen wieder so ein bisschen negativer. Es ist jetzt noch nicht richtig krass, aber ich merke halt, dass das so passiert. Ja, und das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorge und deswegen habe ich jetzt heute auch zum Beispiel versucht trotzdem was zu machen, obwohl ich mich nicht so gut gefühlt habe. Also nach dem Gassi zum Beispiel hatte ich auch totale Kopfschmerzen und hätte mich am liebsten ins Bett gelegt. Stattdessen habe ich aber eben ein Video gedreht und das hat auch ganz gut geholfen. Also tatsächlich geht es mir jetzt besser danach. Und das ist für mich halt echt so, so wichtig, weil sonst kommt eins nach dem anderen. Zum Beispiel habe ich diese Woche auch wieder viel, viel weniger Appetit, was ja etwas ist, was ich die letzten Monate echt voll im Griff hatte oder was viel besser geworden ist. Aber bei mir hängt das halt total mit meinem emotionalen Zustand zusammen. Also wenn es mir halt schlechter geht, dann habe ich auch weniger Appetit. Und das verstärkt sich dann gegenseitig quasi immer. Also dadurch, dass ich dann nicht richtig esse, geht es mir noch schlechter. Dadurch will ich noch weniger was essen und es geht immer so hin und her. Und ja, deswegen muss ich auch jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage wieder darauf achten, dass ich wieder regelmäßig esse. Ich gehe am Montag auf jeden Fall auch wieder einen richtigen Wocheneinkauf machen und mache einen Essensplan morgen fertig und so. Weil so soll es auf jeden Fall nächste Woche nicht weitergehen. Oh Mann, es wird jetzt schon so schnell dunkel. Aber ich habe eben ein Video gesehen von einer Frau, die auf einer Insel in der Nähe vom Nordpol wohnt. Und sie hat gesagt, dort war jetzt vor kurzem der letzte Sonnenuntergang und jetzt geht dort für 4 Monate einfach gar nicht mehr die Sonne auf. Und im Vergleich dazu ist es gar nicht so schlimm, dass es jetzt um 6 Uhr schon dunkel wird. Immerhin wird es morgen wieder hell. Und das Wetter ist ja auch diese Woche so schön warm. Also ich weiß eigentlich, das ist nicht gut, klimatechnisch gesehen. Aber ich freue mich schon, noch ein bisschen Sonne zu bekommen. Irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall, ich wollte noch irgendwas über diese Woche erzählen. Also abgesehen davon, dass es halt insgesamt so schlecht und doof irgendwie lief, an diesem einen Tag hatte ich halt irgendwie so voll die Pechsträhne. Ich hatte dann, ihr seht noch so ein bisschen hier, da ist ein Pickel und hier ist es noch so auch gerötet. An dem Tag wollte ich eigentlich ein Video drehen und meine Haut war so krass gereizt und ich habe mich einfach komplett unwohl gefühlt. Ich habe mir dann Make-up gekauft, um das irgendwie abzudecken, da ich auf meinem Hauptkanal des Öfteren Kommentare über meinen Hautzustand bekomme und es geht mir ziemlich auf die Nerven. Eigentlich sind mir solche Kommentare nicht so wichtig und ich versuche auch nicht, mich darauf zu fokussieren, aber manchmal trifft es mich irgendwie. Also gerade wenn ich jetzt so einen schlechten Tag habe und mich eh schon nicht so wohl in meiner Haut fühle, kann man genau so sagen, dann trifft so ein Kommentar manchmal schon. Und da es mir an diesem Tag eh schon so schlecht ging, wollte ich das halt abdecken und es hat alles nicht funktioniert. Und dann saß ich vor der Kamera und gar nichts ging einfach und ja, dann habe ich erstmal eine Runde geweint und mich dann entschlossen, kein Video zu drehen. Stattdessen habe ich dann hier aufgeräumt und war duschen und dann wollte ich mir einen Kakao machen und wir haben so Schokoladenkakao gekauft, also wo man einfach nur heiße Milch draufkippt und dann nur noch umrührt. Okay, ist bei Kakaopulver auch so, aber ihr wisst, was ich meine. So Stück Schokolade halt. Und und da war einfach eine Made drin, also so eine Lebensmittelmotte. Und ja, das war das Erste. Dann gab es keinen Kakao. Dann habe ich Matcha gemacht, den habe ich über mich gekippt. An dem Tag habe ich mir sowieso noch 2-mal meinen Tee übergekippt. Und dann waren wir jetzt das vorletzte Mal im Garten, vor 2-3 Wochen irgendwann. Und wir hatten da noch die ganzen grünen Tomaten gepflückt. Das war richtig viel, das waren, glaube ich, mehrere Kilo. Und die hatten wir hier in Kartons gelegt, damit die nachreifen. Und so hat es letztes Jahr super funktioniert und dieses Jahr aber so gar nicht. Und da ich krank war, habe ich hier auch nicht mehr nachgeguckt. Mein Freund hat auch vergessen, dass sie da in diesem Karton drin sind. Und die sind komplett verschimmelt. 2 Kartons komplett durchgeschimmelt mit Tomaten. Diese Kartons haben wir auf die Wurmkiste gelegt. Die Wurmkiste, die hat so ein Polster für alle, die nicht kennen. Und das ist wie ein Sofakissen quasi. Das ist jetzt auch komplett angeschimmelt, also es ist halt so durchgenässt und dann, ja, war da halt auch Schimmel drauf. Das war dann noch an diesem Tag. Dann wollte ich Sprossen machen als letztes in meinen Sprossengläsern und dann ist mir einfach eins von den Sprossengläsern kaputt gegangen. Also irgendwie an diesem Tag ist alles passiert. Am nächsten Tag bin ich noch in Hundekacke getreten und dann am nächsten Tag, das war gestern, wollte ich einfach nur spülen und anstatt, dass das Spülmittel auf die Bürste geht, fliegt es einfach in mein Auge rein. Oh Mann. Ja, und deswegen
habe ich mir eigentlich gesagt, ich beende diese Woche, ich mache gar nichts mehr, ich lege mich einfach nur noch ins Bett und lese mein Buch. Aber so funktioniert es ja dann doch nicht. Ich muss auch ein bisschen arbeiten. Ich muss noch ein Video für eine Kooperation fertig machen. Das mache ich dann morgen, hoffentlich. Aber jetzt heute war es zum Beispiel auch schon viel, viel besser. Also abgesehen davon, dass ich Kopfschmerzen hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt kein Pech mehr habe. Warte mal. Ich bin ja ein bisschen abergläubig. Ich wollte einfach nur sagen, die Woche war irgendwie echt doof, aber so langsam wird's wieder besser. Und dieser Tag, der so doof lief, das war der Tag, an dem ich den ersten Teil von diesem Vlog hier gefilmt habe, also die paar Szenen, die ihr gesehen habt. Für heute steht jetzt nicht mehr viel an. Ich werde gleich in die Küche gehen und mal schauen, was wir so zum Abendessen noch Schnelles, Einfaches machen können. Dann mache ich noch die Abendgassi-Runde mit Sasu und dann lege ich mich ins Bett und schneide das Video, was ich eben gedreht habe und werde noch ein bisschen lesen. Ich lese hier aktuell dieses Buch, Rendezvous mit einem Oktopus. Ich finde es richtig cool. Also ich bin noch nicht sehr weit. Ihr seht, wo mein Lesezeichen ist. Ich finde ja, der Oktopus ist ein super interessantes Tier und dieses Buch ist einfach wie so eine Doku, aber halt als Buch. Also ich finde, es ist sehr schön geschrieben und alles sehr schön erzählt. Mal schauen, wie es dort weitergeht. Guten Morgen, ich melde mich einmal kurz. Ich habe mir gerade ein Matcha Latte gemacht und starte jetzt heute schon ganz früh mit dem Video drehen. Wir haben jetzt circa 8 Uhr und ich habe irgendwie diesen Vlog hier nicht mehr wirklich weitergedreht seit dem letzten Mal. Also das letzte Mal ist schon so 2 Wochen oder so her, die letzten 10. Ich war die letzten 2 Wochen einfach total damit beschäftigt, mich wieder aufzuraffen und so aus diesem Down rauszukommen. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das ganz gut geschafft habe. Ich bin eigentlich wieder komplett fit. Wie ich mehrmals in diesem Video schon gesagt habe, für mich ist einfach die Routine super wichtig. Und außerdem versuche ich jetzt gerade auch so die Sachen, die mich stressen, abzubauen. Und dafür arbeite ich vor allem so an meinem Zeitmanagement und meiner Organisation. Eine Sache, die ich jetzt über die letzten 2 Wochen gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel recht viele Videos vorgedreht habe, also für meinen Hauptkanal, da ich da einfach immer so ein bisschen Zeitdruck habe. Also eigentlich habe ich ja keinen Zeitdruck, weil ich kann ja hochladen, wann ich will. Aber ich habe halt immer so einen Plan in meinem Kopf, an welchen Tagen ich was hochladen will. Und da bin ich immer, ja, total knapp dran. Meistens ist es dann so, dass ich irgendwie einen Tag vorher oder am gleichen Tag noch ein Video fertigstelle. Und das ist mir einfach zu viel Stress. Gerade wenn dann auch noch Kooperationen dazu kommen, dann habe ich da auch noch zusätzlichen Druck. Und deswegen wollte ich das jetzt so machen, dass ich immer so 1 bis 2 Wochen voraus bin. Also, dass ich halt so viele Videos vorproduziert habe, dass ich auf 2 Wochen gesehen halt keinen Stress habe. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen auch wieder angefangen, Sport zu machen. Also noch nicht täglich. Aber ich würde sagen, so jeden 2. oder 3. Tag habe ich jetzt Sport gemacht. Da merke ich auch total, wie gut mir das tut. Und auch mit meiner Ernährung geht es gerade so wieder bergauf. Ich bin halt gerade auch total dabei, irgendwie so ein Gleichgewicht zu finden. Immer noch. Also das dauert echt eine ganze Weile. Aber eigentlich ist das ein längeres Thema. Ich denke, da werde ich wahrscheinlich im nächsten Video so mal drüber sprechen. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein Meal Prep Video drehen. Ein Frühstücks-Meal Prep Video. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich lege jetzt los, damit es nicht zu spät wird. Und schaut mal hier meine kleine Sprossen- und Kressezucht. Das mache ich jetzt gerade auch wieder richtig regelmäßig. Also jede Woche setze ich hier was Neues an. Hier habe ich jetzt gerade Mungbohnensprossen. Das sind die Sprossen, die man so als Sojasprossen kennt. Aber irgendwie, also ich mache die jetzt zum 2. Mal und diesmal werden die irgendwie total komisch. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind die teilweise so mega dünn. Mal gucken, wie die sich die nächsten Tage noch entwickeln, ob die noch ein bisschen dicker werden. Ein paar sind auch dicker. Ich habe auch diesmal 2 verschiedene Samenfirmen gemischt, weil ich von der einen nur noch so ein bisschen übrig hatte.
Vielleicht sind das jetzt die neuen Samen, die irgendwie nicht so gut sind. Naja, mal gucken. Und hier habe ich dann noch mein Kresse-Sieb. Das habe ich noch relativ neu. Das habe ich über eBay Kleinanzeigen ergattert. Und da wächst einfach ganz normale Kresse. Die Samen wollte ich jetzt auch erstmal aufbrauchen. Und als nächstes züchte ich dann Rucola. Finde ich sehr, sehr cool. Ich mache das momentan einfach über alle Mahlzeiten drüber. Also die Kresse. Und letzte Woche hatten wir zum Beispiel Radieschensprossen. Das ist einfach nochmal so ein richtiger Nährstoffboost für jedes Gericht. Und hiermit habe ich allerdings vor, was zu kochen, nämlich Pad Thai. Aber ja, wie gesagt, die sind noch ein bisschen klein und dünn. Mal gucken, ob das noch was wird. Ein Tag voller Erfolge. Die Haare schmecken nicht. Er ist alles andere als perfekt, aber schmeckt voll gut. Ein letzter Blick über unseren Garten. Die Saison ist vorbei. Hier ist nur noch Beikraut, zerrupfte Pflanzen. Da ist unsere Tüte mit der letzten Ernte. Und das Einzige, was jetzt noch wirklich gut wächst, ist der Grünkohl und der Mangold. Und da werde ich jetzt auch noch was mitnehmen. Ja, und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sehen oder viel zu tun. Wir sind jetzt wieder zu Hause und hier seht ihr die heutige Ernte. Und das ist die allerletzte Ernte aus unserem Saisongarten. Wir haben hier echt eine ganze Menge Grünkohl mitgenommen. Also vom Grünkohl hatten wir bisher noch gar nichts geerntet. Das war jetzt das erste Mal. Und ja, da ist die hintere Tüte komplett voll und die Menge hier entspricht fast noch einmal dieser Menge, also ein bisschen weniger. Dann habe ich auch noch ein bisschen Mangold mitgenommen. Wir haben auch noch sehr viel dort stehen gelassen. Ja, aber so viel können wir jetzt halt auch einfach gar nicht verarbeiten. Dann ein Brokkoli und das ist etwas, worüber ich mich so extrem freue, weil ich wollte schon immer Brokkoli selber anbauen und es hat aber nie geklappt. Und das ist jetzt mein erster Brokkoli in meinem ganzen Leben, mein erster selbstgezogener Brokkoli. Und bei dem hätte ich auch gar nicht gedacht, dass da noch was wird, weil eigentlich war die Pflanze schon am Blühen und wir hatten halt den Erntezeitpunkt verpasst und dieser ist aber dann an der Seite nochmal rausgekommen. Ja, und so konnten wir jetzt noch einen November-Brokkoli ernten. Hier sind dann außerdem noch zwei Maiskolben. Mais habe ich jetzt auch das allererste Mal angebaut und ich habe die Samen leider viel zu spät in die Erde gebracht, wodurch sich der Mais halt nicht so wirklich entwickeln konnte. Also was ihr hier auf der Seite seht, sind alles Körner, die nicht richtig reif werden konnten, aber wir haben doch von all den Maiskolben, das waren vielleicht 10, 12 Stück, zwei gefunden, wo so ein paar reife Körner dran waren. Ja, und die haben wir jetzt mitgenommen. Ich habe auch schon ein paar von den Körnern gegessen. Die schmecken auch richtig, richtig gut. Hier bei dem sind nicht so viele, beziehungsweise habe ich davon auch schon einige gegessen. Aber die haben wir noch mitgenommen. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass da überhaupt noch irgendwas draus wird, weil ich die halt echt viel zu spät eingepflanzt habe. Und dann haben wir hier noch Spitzkohl. Von den Kohlpflanzen haben wir leider so gut wie gar nichts ernten können dieses Jahr. Das Wetter war einfach so ein bisschen schwierig. Es hat teilweise stark geregnet und dann kam halt Hitze und dann sind die alle aufgeplatzt und ja, deswegen waren die Kohlköpfe alle nicht mehr so schön. Hier sind jetzt nochmal neue gekommen, das war glaube ich Spitzkohl eigentlich. Ist halt noch nicht so ganz fertig, aber ich habe jetzt diese kleinen Röschen hier mal geerntet, zwei Stück. Ja, für ein Gericht reicht es, so ein bisschen was anbraten mit Nudeln oder so vielleicht. Und dann haben wir noch Rote Beete mitgenommen. Das war auch der Hauptgrund, warum ich heute noch hin wollte, also das und der Grünkohl. Rote Beete hatten wir letztes Mal auch schon viel geerntet, also die ist dieses Jahr echt sehr, sehr gut gewachsen. Aber ich finde, Rote Beete ist eigentlich sowieso immer total unproblematisch. Die wächst eigentlich immer gut. Ja, und mit der möchte ich teilweise auf jeden Fall probieren, die zu fermentieren. Aber ich habe letzte Woche auch ein Gericht mit Rote Beete gemacht, was ich richtig lecker fand, so aus dem Ofen und dann ein bisschen mariniert mit Essig und Öl, das hat echt gut geschmeckt. Und das möchte ich damit auf jeden Fall nochmal machen. Ja, und ansonsten, ich mache es mir mal in der Küche bequem. Ansonsten muss ich sagen, dass es für mich heute auch ein bisschen traurig ist, da wir nächstes Jahr keinen Saisongarten mehr nehmen werden. Für mich war das jetzt insgesamt das dritte Mal. Das eine Mal war noch früher, wo ich gewohnt habe. Und jetzt haben wir das die letzten zwei Jahre hier gemacht, zwei Jahre hintereinander. Und ich finde einfach, das ist ein richtig schöner Ausgleich. Also ich genieße die Zeit im Garten immer total. Es ist halt einfach so ein bisschen
Natur, ein bisschen aus der Stadt rauskommen, runterkommen. Aber bei uns war es jetzt vor allem dieses Jahr einfach so, dass erstens das Wetter nicht, so gar nicht mitgespielt hat. Es war einfach viel zu trocken. Letztes Jahr war es noch so, dass wir relativ wenig Aufwand mit dem Garten hatten. Es hat noch recht häufig, sage ich mal, geregnet, sodass die Pflanzen auch mit wenig Arbeit sehr gut gewachsen sind. Und dieses Jahr war es halt so gar nicht so. Uns ist so viel weggetrocknet und wir haben es einfach zeitlich nicht so oft zum Garten geschafft. Gerade im Sommer fällt es mir dann auch total schwer, wenn es so richtig heiß ist. Und an so ganz heißen Tagen fällt es mir eh schon schwer, zu Hause großartig was zu machen. Und dann so im Garten arbeiten, das ist halt richtig heftig. Also da muss man schon wirklich früh morgens oder abends hin, ansonsten ist es gar nicht auszuhalten. Ja, aber was mich am meisten gestört hat, war halt echt, dass sich das Klima über die letzten Jahre so krass verändert hat. Ich weiß noch, als ich den Garten das erste Mal hatte, das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, da mussten wir fast gar nichts machen, also da hat es noch viel mehr geregnet und jetzt wird es irgendwie von Jahr zu Jahr halt ja schlimmer. Und ich habe nicht wirklich Hoffnung, dass es nächstes Jahr groß anders aussieht. Man kann es natürlich nicht so 100% sagen, es kann auch sein, dass nächstes Jahr wieder mehr regnet, aber so im Großen und Ganzen denke ich, dass es jetzt nicht weniger Arbeit wird nächstes Jahr. Und ja, und da wir das jetzt dieses Jahr halt schon so wenig geschafft haben, werden wir das wohl höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nicht noch einmal machen. Und ich finde es so schade, weil mir das eigentlich richtig Spaß macht. Ich pflanze so gerne selber Sachen an. Ich liebe das einfach so, das eigene Gemüse zu ernten und zu essen. Das schmeckt einfach nochmal komplett anders. Und halt auch einfach diese Zeit, die man im Garten verbringt, das ist so, der Fokus ist nur auf der Gartenarbeit und auf nichts anderem und für meinen Kopf ist das so ein totales Abschalten. Deswegen werde ich das in Zukunft höchstwahrscheinlich auch nochmal machen, aber nächstes Jahr denke ich jetzt mal nicht. Am coolsten wäre es natürlich, wenn ich wieder irgendwie einen Balkon hätte oder vielleicht eine Wohnung mit Gartenzugang, gibt's ja auch. Oder eine Dachterrasse, das wäre auch richtig nice. Aber das sind Träume. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Naja, auf jeden Fall werde ich das nächste Jahr dann für andere Sachen nutzen. Ich möchte zum Beispiel Gemüsekisten ausprobieren. Ich habe da so ein paar Sachen im Kopf, was ich gerne mal testen würde. Und auch wenn es dann nicht mein selbst angebautes Gemüse ist, ist es, denke ich, trotzdem ganz cool, das dann mal zu testen. Und so ein paar kleine Sachen kann ich ja immer noch auf der Fensterbank machen. Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Es ist nicht das Gleiche. ja, aber mal schauen, wie ich mich nächstes Jahr damit fühle. Ich freue mich auch sehr drauf, nicht mehr diesen Druck und die Verantwortung zu haben. Also es ist auch so ein kleines bisschen was Negatives, weil oft war halt dieses, wir müssen zum Garten, da muss noch das und das gemacht werden. Und es ist halt auch insgesamt richtig viel Arbeit. Also was ich daran positiv sehen kann, ist, dass dieser Druck so ein bisschen wegfällt. Also eine Verpflichtung weniger quasi, die ich habe. Und die Zeit, die ich dann stattdessen gewonnen habe, kann ich für andere Sachen nutzen. Um zum Beispiel einfach in die Natur zu gehen, ohne zu arbeiten, also einfach Spaziergänge zu machen, neue Sachen zu entdecken, mal schauen, was sich nächstes Jahr Frühling und Sommer so ergeben wird. Auf jeden Fall war's das jetzt für den heutigen Vlog. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!